Hallo, hier sind wir mit Afro Man gegen die Türken. Da geht's wieder gleich weiter, wo wir zuletzt aufgehört haben. Genau, in der Freundschaftsliga. Genau. Geht's jetzt los, Freundschaften zu knüpfen mit unseren türkischen Freunden. Vielleicht schalten die auch wieder ein. Alter, sag nix gegen Volkan, Alter. Ich klatsch dich gegen die Wand, du Hund. Naja, also Türke darf man ja wohl sagen. Das Nee, das ist auch schon eine gegen die Beleidigung. Türken? Also, was sind es denn? Das sind keine mehr. Ja. Das sind Und gegen die möchte gerne Europäer. Sagen wir. Halb sind sie, halb Europäer. So, wie dem auch sei, KSV gegen Bass. Beste, Digga. Der Beste. Wer bin ich? Eigentlich blau, ne? Der Besiktas ist Beste. Oh, das ist ein Mats. Kedira. Nee, Kedira, genau, das war hier. Ich bin ja jetzt hier Paco. Also ich kann nicht einfach da so in die Richtung da werfen. Warte. Oh, noch nicht ganz. Sydney? Sydney. Aus der Kieler Jugend, ne? Sydney, ja. Hervor hier kommen. Chimao. Oh. Da ist kein Problem. Eieieiei. Mr. Fehl. Sehr gut. Ich wurde angezogen vom Ball. Mal wieder. Ich wollte ganz andere Richtung laufen. Hast du gesehen? Ich wollte dir den Ball schon wieder abnehmen, obwohl ich in eine andere Richtung laufen wollte. Ja. Hättest du nur gemerkt, wenn ich dir. Abseits. Ja, weil Pascal da nicht mit gemacht hat. Oh. War ich Pascal? Ich weiß nicht. So, jetzt hier, zu Dina. Der KSV trifft! Nee, das war schon Funktioniert nicht mehr. Also, am Wochenende hat er sehr gut geklappt. Woran liegt das jetzt? Keine Ahnung. Sehr gut! Ah, das ist schon wieder jetzt ein ganz anderes Gameplay-Feeling als vorhin, ne? Bei FIFA. Fühlt sich das ganz anders an. So, Fabio mal wieder im Tor. Hast du auch gleich den berichtet oder kannten sie den Trick schon? Nee, ich unterrichtet. Oh! Aber nicht am Ball, ja. Ach, wieder das Problem. Schiedsrichter hat unsere Farbe. Zu lange hat das gedauert. Sehr guter Einsatz. Genau so muss es sein. Mama. Sehr guter Einsatz von Zudina, der sich auch gleich wieder anbietet. Das läuft hier. Nice. Ich bin gerade total schlecht. Gerade? Oh, gelb, mindestens. Ja, höchstens eigentlich. Das war schon ein Ja, voller Lauf. keine rote. Von der Seite. Ist gelb, klar. Hätte sich ja was tun können, brechen und so. Also, bin ich gerade hier total überfordert. Mann. Mats, unser Cristiano Ronaldo. Mats Nummer 7. Passt hier sogar. Du bist auch komplett angestrengt gerade, ne? Ja. Ja, das kann ich sagen. Ja, Kereschma. Passt da auf. Ich wollte unten passen. Verdammt. Gut gerettet.
Sollte ein ganz normaler geradeaus Wegpass sein. Aber wir kennen das Problem ja. Boah, ey, ich kann gerade gar nichts sehen, irgendwie ist. Schade. Ja, ich konnte nicht. War alles versperrt und ich kann nicht durchzaubern mich. Das krieg ich nicht hin. Gabelfuß, ey. Ja, ist auch nicht der stärkste Stürmer irgendwie. So, wir haben 7 Punkte und sind auf Platz 3. Das heißt, es wäre ganz gut, wenn man hier 3 Punkte mitnimmt aus dieser Begegnung. Der erste hat 9 Punkte. Gucken wir mal. Pascal schickt ihn da weit nach vorne. Aber da riecht der Torwart. Der riecht? Das riecht er, ja. Unter den Armen? Ja, er riecht nach Tzatziki. Döner, Soße. Döner mit Soße. Da! So, Jungs, also irgendwas ist hier nicht so richtig. Ja, das war einfach lange eingespeichert. Ich würde gerne abbrechen den Lauf. Also im Moment ist sehr, sehr hart. Und hart ist kein Begriff. Aber wir haben noch Glück eigentlich, dass es noch nicht schon ein Tor gefallen ist, so, ne? Ja, also eine richtige Chance haben die noch nicht gehabt. Wir auch nicht, aber... Nee, aber es ist sehr anstrengend, habe ich das Gefühl gerade. Ein Kampfspiel. Naja, die Türken möchten natürlich auch irgendwie noch ein bisschen sich behaupten. Die haben natürlich auch unsere Ansage gehört, deswegen... Natürlich. Ja. Nee, ich nehme da einfach den, der da auf mich zukommt. Warum den Ball irgendwo anders ins Spiel, wenn man auch seine, den Gegner den Ball geben kann? Warum auch? Hm? No, das gibt's nicht. Oh, nee, ey. Und na, da ist ja nicht aufgepasst da. Ich kann's diesmal nicht gewesen sein. Bin mir ganz sicher. So, Mr. Fail. Der Platz. Spielt auf Dambo. Und der wird da angegammelt. Ja, das war meiner. Der war ein bisschen zu steil. Ja, ich bin nach oben gegangen und ich hatte mich gerade sozusagen damit auf. Das war einfach meine Bewegung, dass ich nach oben gehen wollte und dann. Oh, ho, ho, ho. So. Wow. Auch. Nee, das hat er. Karasma. Wie heißt er? Karasma. Oh. Ganz knappe Geschichte. Meine Fabio Güte. Verkürzt den Winkel ganz richtig. Und dann spannend wieder den. Ne? Lach ruhig. Oh. Weit. Schade. Da hättest du auch auf Mats abdrücken können, dann hätte er. Aber du warst ja auch mit deinem starken Fuß, ne? Ja. Da links. Aber leider
nicht so die beste Position vielleicht. Vielleicht hätte er noch ein bisschen anders winklig dazu stehen müssen. Ja, war schon schwer. Mehr, wenn wir die dunklen Trikots haben, ne? Ist der Torwart auch, der Schiedsrichter auch dunkel. Jetzt hätte er es geahnt. Irgendwo ist da der Bug. Der Brain Bug. Ball ist noch heiß. Aber den hätte er eh nicht mehr gekriegt. Super, und jetzt kann es schnell gehen. Ach, das ist der Schiedsrichter. Oh, das war... Wow! Wir probieren alles Mögliche. Wow, Pascal! Leider zu ungenau. Und... Oh. Nimm ihn doch an. Das ist wie Danny schon am Rumfluchen da. Oh. Ja. Das war wieder der kurze Gammelpass. Und das ist aus wieder. Ja, der muss... Fail muss da rauskommen, ey. Diese Abwehr, Abseitsfallen, warum klappen die nicht? Müssen wir vielleicht mal in den Formationen da wieder was einstellen? Ja, ich habe gerade auf den gewechselt und dann bin ich halt mitgelaufen. War Dings Annahme? R1? Das war eigentlich links oben. Ja, wir dümpeln hier rum. 86 Minuten gespielt und es ist immer noch kein Tor gefallen. Boah, Schiri steht direkt daneben. Hat er was gesehen? Ja, hat er. Was für Pascal? Nee. Also das ist noch ganz haarscharf gelb. Von der Seite zwar, aber das ist ja alles angerissen. Du? Wo sollte der denn hin? Ja. Sorry. Das war schlecht. Ja. Ach Mann, ey. Ah, Mist, ey. Ja. Da haben sie uns. Gehen wir jetzt mal Hauptmenü. Bayern gewinnt 4-0. Kacke egal, wie es jetzt hier aussieht. Wir sind auf dem zweiten Platz. Juhu! Weil Juve gewonnen hat. Das letzte Spiel ist, glaube ich, gegen Olympique Marseille, oder? Ich glaube auch. Und Beşiktaş hat den ersten Punkt. Natürlich gegen uns. Wir sind nämlich Punktlieferer reingekommen ins Spiel. Überhaupt nicht reingekommen. Und Halde möchte mit ihnen reden. Wieso bin ich nie drauf? Du bist jedes Spiel drauf, jedes Spiel, wirklich jedes Spiel. Und jetzt einmal auf der Bank. Tja, kann halt nicht immer gut laufen. Im Moment läuft es gerade richtig schlecht. Naja. Spulen wir mal die Zeit vor. Oh, Nürnberg, das sieht wieder nach einem einfachen, also schweren Gegner aus. Vermeintlich. Nur das Problem, die einfachen Gegner. So, Trainingsplan und zurück ins Hauptmenü. Dann war es das auch schon. War eine schnelle Folge eigentlich, ne? Findest du? Ja, immer 10 Minuten spielen. Naja, aber mal, wenn man viel raus und rein und sowas hat, dann passiert da mehr. So, dann dauert das länger und so. Wenn aus einem 10-Minuten-Spiel auch immer 15 Minuten spielen, dann dauert die 20, Folge 20 Minuten oder was auch immer. Ja. Naja, jetzt geht's gegen Nürnberg. Wir hoffen, dass wir da wieder weiter Punkte holen. Wenn wir uns die Tabelle nochmal anschauen, Turnierinformationen, das sah doch eigentlich ganz okay aus zuletzt, oder doch nicht? Achter Platz, wir sind abgestiegen, wieder stimmt ja. Aber wir haben jetzt ja mit ein paar Punkten, wenn wir jetzt
3 Punkte holen, hätten wir 24. Wäre sogar Richtung Europa League wieder was möglich, ne? Ja, doch, sieht ganz so aus. Ja, und darauf hoffen wir natürlich. Ist ja alles noch sehr eng beieinander. Sehr eng gestrickt. Ja. Ja, und wie es dann beim nächsten Mal aussieht, seht ihr dann, wenn ihr wieder einschaltet beim KSV Zockerdudes.